Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde im Dungeon des Tricksers in Legend of Grimrock 2 zum großen Endkampf oder so ähnlich. So, wir bereiten uns dieses Mal etwas besser vor. Anti-Venom. Ein Goldkey. Den könnten wir auch noch mal für irgendwas verbraten, aber keine Ahnung für was. Okay. Wir wollen uns vorbereiten. Das bedeutet, wir machen jetzt alle Heiltränke, die wir machen können. So dahin. So, erst bei jedem drei. Und dann immer einmal reihum. Die wiegen ja auch, glaube ich, ein bisschen was. Ja, 0,3, also sollten wir aufpassen. So. So, eben der Frontkämpfer. Und hier noch einen. Da brauchst du noch jede Menge Mana-Tränke. Sagen wir mal 10 Stück. Und wieder Belebungstränke. Das war falsch. So, auch für jeden drei Stück. Sehr gut. So, du kannst wieder das da haben. Und dann wollen wir uns mal... Okay, Kristall ist schon mal aktiviert wieder. Würde ich mich kurz mal im Trickser Dungeon genauer umschauen. Wow. Okay, die Fallen sind schon mal alle aktiv. Hier müsste es nämlich irgendwo einen Secret-Raum geben. Eigentlich, ja, der könnte damit wahrscheinlich aufgeschlossen werden, wo noch zwei Tränke drin wären. Okay, ich will nur mal kurz vollständigkeitshalber die Karte aufdecken. Damit wir uns ein bisschen Schlachtplan machen können. Weil der Trickser, okay, der Trickser ist relativ harmlos im Vergleich zum wahren Inselmeister. Vor allem, wenn der seine ganzen Klone rausholt. So. Du machst nochmal neues Licht. Und jetzt den Zauber schon mal. So, LP 139. Und ich würde sagen, wir sind vorbereitet. Für die letzte Schlacht. So, ja, der Trickser. Und er löst schon eine Falle aus. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Au. Ah, das ist nicht gut. Das können wir eigentlich fast schon nochmal neu anfangen. Weil so oft getroffen werden war schlecht. Wow. Aua. Okay, ihr beide, ihr schluckt schon mal einen Trank. Wow. Wow, er kann zurückhüpfen. Und wir ausweichen.
Au. Oh, mir übel mitspielen. Ja. Aber das kann ich auch. So, dich austricksen. Musst du immer vorbeihauen. Das ist echt mies. Ah, jetzt habe ich mich verguckt. Also ja, ich glaube kaum, dass wir das jetzt schon noch schaffen werden, weil der Trickster uns zu weit runtergebombt hat, weil ich nicht vorsichtig genug war. So, schöner Crit. Wow. Wow. Das ist aber ausgewichen, der Bastard. Ja, im Augenblick verarscht er uns richtig. Wow. Au. Ihr trinkt beide mal. So. Was passiert, wenn ich hier die Essenz rausnehme? Kann ich nicht ausprobieren. Au. Weil wir jetzt erstmal hübsch bombardiert werden. Kurz zurückfallen lassen. So. Hau ich mal Schutz rein. Du bist der Echte. Okay. Au. Au, jetzt sind wir verlangsamt. Das ist nicht so toll. Du Wiederbelebung. Du heilen. Du heilen. Du heilen. Du bist am Kopf verletzt. Du kannst also nicht zaubern. Ah. Okay, das war der Echte. Wow. Du bist der Echte. Sehr schön. Das war einer von den Falschen. Oh, du bist auch ein Falscher gewesen. Okay, du hast dein blödes Schild an. Du warst ein Falscher. Okay. Du Heiltrank. Du warst auch nicht echt. Du bist der Echte. Hoch. Au. Ja, dich treffen ist nicht so gut. Okay, du warst falsch. Wer von euch beiden ist der Echte? Du. So, ein Falscher. Ah, der Echte. Boah. Au. Der Echte, den wir nicht verwunden können. Wow. Ah, jetzt können wir dich wieder verwunden. Ah, ich wollte dich zumachen. Genau, komm hierher. Komm. Genau. Ah, Mist, jetzt können wir wieder nicht mehr verwunden. Das ist nämlich sein Schutzschild wieder an. Oh, das macht gar nicht mal so wenig Schaden. Er trollt uns gerade ein bisschen. Das ist der Falsche. Ich will den Echten gerne haben. Wow. Ja, das ist der Echte. Jawohl, wir können ihn wieder verletzen. Wow. Au.
Ja, wie ich sagte, das macht gar nicht so wenig Schaden. Wow. Quit. Das könnte sogar was werden dieses Mal. Außer er macht wieder seine magische Barriere an. Wow. Okay. Zehntausend Erfahrungspunkte. Level Ups. Ein Level Up. Accuracy. Einfach mal. Irgendwo willkürlich reinpacken. Auch noch bei Accuracy. Critical. Water Magic. Sehr schön. Was haben wir da? Der Meisterschlüssel. Ein schwerer goldener Key. Mit einem Griff, der geformt ist wie das Symbol von Nyx. Wizard's Verge. Requires Concentration Energy. Ach du Heilige, ist das ein hübscher Gegenstand. Und das Testament. Inselmeisters Testament. Äonen zuvor, als die Welt noch neu war, aber die Intelligenz geboren wurde, haben die uralten Geister ihr Werk auf der Erde, auf der Welt vollendet. Bevor sie diese Welt verlassen haben, haben sie Wörter der Schöpfung an die Leute weitergegeben. Und unter ihnen der erste Wächter der Nexus. Nexus? Ist das eine Art Wortspiel? Weil das ist die Insel von Nex und die hält die Nexus in sich. Für die gesamte Geschichte der Welt wurden die diese Worte geheim gehalten. An geheimen Orten aufbewahrt, an verschiedenen geheimen Orten. Immer bewacht bei den ununterbrochenen Ketten der Wächter. Wenn der vorherige Wächter schwach und müde wurde, kam ein neuer. Aber wie sollte man so einen starken und weisen Nachfolger für diese monumentale Aufgabe auswählen? Fünftausend Jahre zuvor fanden meine Predecessors, also wie übersetzt man das mal, ein Predecessors. Also ich glaube, seine Vorgänger fanden die Insel von Nyx und entschieden, es wäre der sicherste Platz auf Erden, um die Wörter der Schöpfung aufzubewahren. Eine Serie von Aufgaben wurden erschaffen, um die physikalischen und mentalen Fähigkeiten von zufällig gewählten Individuen zu testen. Seit dann wurden unzählige Männer und Frauen getestet von den Aufgaben dieser Insel. Und nun ist die Zeit gekommen, zur Seite zu treten. Ich gratuliere euch dafür, den letzten Test abgeschlossen zu haben. Ihr seid nun bereit, die Nexus zu betreten. Yonanda of Malan Yera.
Also das ist der richtige Name des Inselmeisters. Also es ist doch nicht Killhagen, wie ich vermutet habe. Aber es könnte sein, dass Killhagen sein Vorgänger war. Er war der Island Master von Nix von 1325 bis 1487. Oh, da war er aber über 100 Jahre Inselmeister. Okay. Über 150 sogar. 162 Jahre war er Inselmeister. Okay. Du mach uns mal wieder neuen Zauber. Kann ich das jetzt so einfach wieder rausnehmen? Ja, kann ich, aber die Tür geht nicht auf. Also bleibst du einfach mal da drin. Gut. Ah, ein Schlüsselloch. Und der Schlüssel wird nicht verbraucht. Hey, hey. Meisterschlüssel. Ah ja, das sagt schon. Das ist der Generalschlüssel der Insel. Würde auch Sinn ergeben. Immerhin hat der Meister von Nex diesen Schlüssel. So, wir speichern mal. LP 140. Speichern. Und damit können wir dann sicherlich... Also erstmal würde ich gerne ein bisschen ausmisten. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Wir hätten noch einen Goldschlüssel. Wir haben hier das Testament. Und das hier. Ja, das können wir alles behalten. Da habe ich hier noch was. Ah, ich habe wieder ein paar Kräuter bekommen. So, die können wir auch aufteilen. So, so. Noch mal ein bisschen Ordnung hier machen. Ah ja, der Cursed Kompass, den brauchen wir auch nicht mehr. Jede Menge Schädel. So. Dann geht's mal wieder raus hier. Oh, es ist dunkel. Die Quarrels können wir hoffentlich ignorieren. Nein, es steht nämlich einer direkt im Eingang. So, stirb. Wir wollen Castle Nex betreten. Unser Castle Nex. Denn wir sind jetzt die Inselmeister. Es gibt nämlich noch ein großes Geheimnis zu lüften. Nämlich das hier. Ich würde sagen, das ist der Ort für den Meisterschlüssel. Okay, das passt schon mal nicht. Genau. Ja, und jetzt kommt das wahre Ende. Ich gucke noch mal in die Statistiken. Haha! 77 Secrets gefunden. Epic Items 17 von 17 gefunden. Power Gems alle gefunden. Alle Essenzen, alle Treasures. Wir haben alles gefunden. Also ist es Zeit. Also erstmal haben wir 100% geschafft. Und es ist Zeit, das wahre Ende zu sehen.
Ja, nochmal die mit das Gedenken an. Aber irgendwas sagt mir. Petri Häkkinen. Ah, das war dann wohl sein Bruder. Also Petri Häkkinen ist der Programmierer von Grimrock 2, wie man gerade gesehen hat. Und in den gerade eben kam in Gedenken an Henry Häkkinen. Das wird wohl sein Bruder oder ein anderer direkter Verwandter von ihm gewesen sein. Das sollte man auch mal ansprechen, kurz. Ist mir jetzt gerade eben erst aufgefallen. Ja, das war das wahre Ende. Aber ich habe so das Gefühl, wir sind noch nicht bei 100% gewesen. Diejenigen, die bei Master Quest LP gesehen haben oder Grimrock 1 kennen, werden wahrscheinlich mit mir gerade jetzt in diesem Ende ziemlich viel geschmunzelt haben. Denn man hat einige Sachen gesehen, die einem bekannt vorkommen sollten. Ah, da ist Henry Häkkinen nochmal. Er hat die macOS-Programmierung gemacht. Aber ja, zurück zum Ende jetzt gerade eben. Wahrscheinlich diejenigen, die Grimrock 1 kennen, werden einige zum Schmunzeln gehabt haben. Das hatte ich auch gerade eben, als ich das gesehen habe. Nämlich zum einen, als man da das ganze Gold gesehen hat. Dazwischen lagen Gegenstände. Das waren die 7 Schätze aus Grimrock 1. Also die Krone, die ich im Master Quest übrigens dem Schneckenkönig abgenommen habe. Der Kelch, die goldene Weltkarte war das eine, glaube ich. Und sogar die Gorgoth-Statue. Also diese Mönche aus Mount Grimrock. Und ja, man hat noch mehr gesehen. Gerade als sie den ganzen Raum gezeigt haben, hat man auf der einen Seite die Drachenstatue gesehen von dem Drachenrätsel aus Grimrock 1. Da gab es ja, glaube ich, in der 4. Ebene war es, glaube ich, sogar. 4. oder 5. Ebene gab es das Drachenrätsel, wo man da in der Sichtweise... Hey, der Trickster. Ja, wir haben ja auch ein ganz anderes Ende hier jetzt gehabt. Normalen Ende haben wir ja nochmal den Inselmeister gesehen. Also ja, man hat da die Drachenstatue gesehen. Man hat aber auch so eine Mönchstatue, so eine Gorgoth-Statue gesehen. Und in einer Ecke war der Würfel. Der stand da einfach so zwischen den Regalen. Der Endboss von Legend of Grimrock 1. Und dann hat man ein hübsches Buch gesehen und die letzte Seite, auch wenn es ziemlich schnell war, ich habe es einigermaßen erkennen können, die letzte Seite war auf der einen Seite, auf der linken Seite, Mount Grimrock. Das war der Mount Grimrock, der da abgebildet war. Und auf der anderen Seite war die Insel von Nex. Und die Buchstaben wurden hervorgehoben. Also ja, ich kann den Counter-Mensch leider nicht lesen. Aber ich habe so das Gefühl, dass da noch was drin versteckt war. Wir könnten jetzt nochmal laden und uns das Ganze nochmal kurz ansehen. Und das mache ich auch einfach mal. Ich wollte jetzt den Abspann nicht unterbrechen. Aber wir gucken uns den Abspann noch einmal zusammen an. Und dieses Mal sage ich euch auch, was ich meine. Ich wollte jetzt im Abspann nichts sagen, einfach um den Abspann wirken zu lassen. Aber jetzt möchte ich mal kurz was zu dem Abspann sagen, während der Abspann kommt, dass ihr auch mal seht, was ich meine. So. Müssen wir kurz wieder hier raus. Wow. Und Quar wird's aus dem Weg schaffen.
So. Oh, da hinten ist sogar so ein olles Elementar. Nö. Auf dich habe ich keinen Bock. So. Ich würde gerne wissen, was jetzt passieren würde, wenn wir aufs Dach gehen würden und dort durch den Ausgang gehen würden. Oder ist der jetzt etwa nicht mehr vorhanden, weil der Inselmeister gestorben ist? Können wir ja mal kurz nachgucken. Das macht mich jetzt gerade etwas neugierig. So, da müssen wir einfach nur auf die andere Seite und hier ist schon der Gang nach oben. Ja, das Tor sieht so aus, als ob es nicht mehr geht. Yep. Also, wir können wir können die Insel von Nex, die übrigens jetzt uns gehört, nicht mehr über den Anleger verlassen, da wo das Luftschiff steht. Wäre auch dämlich, uns gehört die Insel jetzt, wir sind hier Schiff. Oh, der blaue Kristall ist nicht aktiv. Was mich wirklich zu dem Gedanken bringt, dass die jetzt miteinander verkoppelt sind. So. Also gut. Wir öffnen nochmal mit dem Meisterschlüssel diese Tür. Und ab ins... in den Abspann. Genau. Seht ihr, da ist schon mal die Goldfigur hinter der Truhe. Da ist so ein Serpent Bracelet. Da ist die Karte, die ich meine, also das eckige Ding, was so aussieht wie ein goldener Kompass. Der Kelch. Die Krone. Und jetzt, wo es unscharf geworden ist, ist da auch hinten an der Ecke von der rechten Truhe die Gorgoroth-Statue. Und genau, da ist der große Mönch ganz rechts und der Drache hinter der Säule etwas links von ihm. Und da hinten sehen wir den Würfel gerade, wo sie vorbeilaufen. Und noch mehr von diesen Mönchstatuen, von den Gorgoroth-Statuen. Genau. Und das war die letzte Seite, die ich meinte. Da war links der Grimrock zu sehen und rechts genau diese Insel. Ja. Gut, den rechts brauchen wir uns nicht nochmal anzuschauen. Ich werde jetzt mal kurz Nachforschungen machen, was es mit diesem Buch auf sich hat. Ob ich da noch was vergessen habe, weil wie gesagt, das ist ein 100% Run und wir wollen die 100% haben. Also, dann sehen wir uns gleich wieder.